Herzlich willkommen zu meinem Q&A zum Film Wie es ist, als junge Frau ein Land zu regieren. Ich war ja in Helsinki und jetzt gehe ich wie immer auf Kommentare und auch Kritik ein. Und es gibt noch ein paar kleine Facts, die im Film keinen Platz gehabt haben, die vielleicht nochmal illustrieren, warum es in Finnland etwas einfacher ist, für Frauen in hohe Positionen zu kommen. Also würde mich freuen, wenn ihr jetzt in den nächsten Minuten dranbleibt. Wir beginnen erstmal mit, ich sag mal, mehr Kritik. Zum Beispiel hat Basti geschrieben, Alter, Geschlecht und Hautfarbe sollten keine Rolle spielen, sondern nur die Kompetenz und Qualifikation. Wenn die Ministerin die geeignetsten Menschen sind, dann spricht nichts dagegen. Und nochmal konkret auf den Punkt Hautfarbe, auch der Kommentar von Ariel. Ich finde das Thema wirklich gut und macht auch sonst die Dokus, aber warum wird am Anfang die Hautfarbe erwähnt? Jetzt sind es eben junge weiße Frauen, die Hautfarbe hat mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Denn ich habe ja am Anfang im Intro sowas gesagt wie, jetzt regieren in Finnland junge Frauen statt einem Rudel alter weißer Männer. Und ich glaube, das hat euch ein bisschen getriggert. Ehrlich gesagt, sollte es das vielleicht auch so ein bisschen, weil ich glaube, wenn man mit jungen Frauen in Deutschland spricht, die in der Politik gehen oder hier Politik machen, dann können die mit dem Begriff Rudel alter weißer Männer schon was anfangen. Jetzt nicht, weil alt und weiß und man doof ist oder so und die alle nicht Politik machen können und alle scheiße sind, darum geht es gar nicht, sondern weil, wenn man sich halt in der Politik umschaut, eben fast nur diesen Typus präsent da hat. Und ich habe am Anfang das mit Gipfeltreffen erwähnt, schaut euch mal an, G20, irgendwelche internationalen Sicherheitskonferenzen oder so, ihr werdet wirklich fast nur ältere Männer über 50 sehen und eben auch in Europa. Und Li Andersson und die anderen finnischen Ministerinnen sind letztendlich auch wie ein Symbol, dass sie dem etwas hinzufügen wollen, dass sie das einfach diverser machen wollen. Und deswegen verstehe ich schon, wenn ihr irgendwie sagt, boah, was muss er jetzt erwähnen, dass sie eine weiße Hautfarbe haben. Das ist nicht mein Kern, sondern mir geht es um dieses symbolische Erweitern und auch Challengen von dieser Normalität. Und ganz cool erklärt hat das auch einmal Andartet in einem Kommentar. Er meint eben auch, das Problem ist nicht alt oder weiß oder männlich, sondern lauter, also lauter alter weißer Männer. Denn es wird sich eben so lange nichts an dieser Massendiskriminierung ändern, solange nur Leute in die Regierung kommen, die diese Probleme nicht kennen. Also was er nochmal ausdrückt, was glaube ich eine ganz coole Ergänzung ist, ist, wenn in der Politik nur ein bestimmter Bereich der Bevölkerung vertreten ist und entscheidet, weiß ich nicht, ob das wirklich für alle in der Gesellschaft gut ist. Zum Beispiel, wenn wir über das Thema Abtreibung reden, fände ich es cool, wenn auch Frauen gleichwertig an dieser Diskussion beteiligt sind und nicht am Ende hauptsächlich Männer darüber entscheiden, was mit dem Frauenkörper passiert. Oder nehmen wir das Thema Klimakrise, da finde ich es auch cool, wenn halt junge Menschen da mit dran wirken können, die halt da viel mehr von betroffen sind von Entscheidungen, die wir jetzt treffen, weil sie halt hier noch ein paar Jährchen leben müssen auf dem Planeten. Ja, deswegen geht es einfach um eine größere Vielfalt in der Politik, das halte ich für wichtig. Und natürlich, der erste Kommentar war ja, Kompetenz soll eine Rolle spielen. Ja, es wäre schön, wenn nur Kompetenz eine Rolle spielt. Ich glaube, die Realität ist einfach komplett anders. Ich glaube, auch ihr seid ja nicht mit allen Politikern, die wir derzeit haben, total zufrieden, oder? Sind das wirklich die kompetentesten? Ich glaube nicht. Realistischerweise ist es doch so, es setzt sich durch, wer viel Zeit hat und Zeit investieren kann, um sich in Parteien hochzuarbeiten. Das ist auch eine Sache von, kann man sich das auch leisten vielleicht? Und das ist auch eine Sache von, bin ich ein selbstbewusster Typ, der irgendwie auch weiß, wie Macht funktioniert, der sich ein Team um sich herum aufbauen kann und so weiter. Und das sind alles so Mechanismen, die dafür sorgen, dass bestimmte Leute hochkommen und andere eben nicht. Und ich glaube, das ist derzeit vor allen Dingen ältere Männer privilegiert, dort irgendwie hochzukommen. Und das ist jetzt nicht deren Schuld, die sind jetzt nicht böse oder so, darum geht es nicht. Ich will einfach, dass es repräsentativer ist, fertig, darum geht es mir. Dann ist es ja so, dass einige gesagt haben, das ist doch auch in Deutschland schon längst Realität. Wir haben doch Merkel als Kanzlerin. Da möchte ich kurz sagen, ja, wir haben Merkel. Sie ist aber auch erst die erste weibliche Regierungschefin. In Finnland haben wir schon drei. Merkel musste sich am Anfang ihrer Karriere krass viel anhören. Kohls Mädchen, wegen ihrer Frisur wurde sie übelst gehatet die ganze Zeit. Oh, so eine, ich sage jetzt mal, damals ja, hässliche Frau, so wurde es von vielen gesehen. In der Politik, das geht doch nicht. Dann wurde sie lange Zeit Mutti genannt. Da sind schon so ein paar Sachen drin, die sich ein Mann so in der Form nicht anhören musste, und Schröder zum Beispiel. Von daher glaube ich, wir sind hier schon noch auf einem ganz anderen Level irgendwie. In Finnland ist das kein Thema. Da werden jetzt nicht, also die Ministerpräsidentin, die 34-jährige Sanna Marin, die hat auch ein kleines Kind. Das ist aber kein Thema so. Und das wäre hier, bin ich mir ganz sicher, sofort Thema.
Und wir können ja in Deutschland nur mal in die Fläche gucken, Bundesländer, Regierungschefs in Bundesländern, wir haben 16 Bundesländer, 2 werden von Frauen angeführt. Also so normal ist das Ganze dann doch nicht. Und wenn wir erst in die Bürgermeisterebene gehen, ich glaube, auch da sieht es nicht anders aus. Das wollte ich mal kurz da hinzufügen zu dieser Merkel-Kritik, die auch ein paar Mal kam. Warum in Finnland noch einiges anders läuft, da hat Bretton James noch einen guten Kommentar gemacht und gesagt, hier, Finnland hat lediglich 5,5 Millionen Einwohner. Deswegen in Finnland ist es deutlich homogener und es ist dann also auch einfacher, die Leute so unter einen Hut zu bringen. Und das hat er auf jeden Fall vollkommen recht. Das wurde mir auch in Finnland immer wieder gespiegelt. Die Politik erscheint auch nahbarer, Sicherheitsstandards sind geringer. Wir haben auch gesehen, dass ich an Li Andersson dicht dran sein konnte, ohne jegliche Sicherheitsbeschränkungen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die gesamte Politik einfach offener ist und das jetzt irgendwie nicht so abgeschottet ist, was man hier in Deutschland, glaube ich, eher das Gefühl hat und dann eher denkt, ich kann da nicht Teil davon sein. Das ist in Finnland halt nicht so. Und da möchte ich auch noch einen kurzen Punkt ergänzen, den ich auch im Film nicht unterbringen konnte. In Finnland gibt es ein Wahlsystem, wo ich in so Wahlbezirken direkt einzelne Personen wählen kann. Und das sorgt halt dafür, dass dann am Ende beim Wahlergebnis ganz klar sichtbar ist, in einer bestimmten Partei wurde auch besonders die Li Andersson zum Beispiel gewählt und nicht irgendein Mann oder so auf der Liste der Partei. Das heißt, die Parteien können nicht ignorieren, wer dort wie viele Stimmen bekommt. Ja? Ich muss mich nicht erst in einer Partei wie hier in Deutschland auf eine Liste wählen lassen und dann möglichst weit hoch mich wählen lassen, damit ich dann sozusagen gezogen werde, in den Bundestag reinkomme. Sondern es reicht, wenn in meinem Wahlbezirk ganz viele Menschen mich wählen. Und wir reden jetzt nicht von Direktmandaten wie hier, sondern da sind dann insgesamt eine Liste mit über 100 Kandidaten drauf und da kann ich dann eine Person halt ankreuzen und die mit den meisten Stimmen kommen dann halt rein. Das heißt, ich brauche jetzt auch keine absolute Mehrheit, sondern einfach ein gewisses Maß an Stimmen. Und das sorgt einfach dafür, dass man auch, wenn man als junge Frau zum Beispiel sich aufstellen lässt, sich halt nicht erst innerhalb der Partei auch gegen ganz viele Leute jahrelang durchsetzen muss, sondern gleich einfach die Bevölkerung entscheidet, wen findet sie geil. Ja, und ich glaube, dadurch haben auch junge Frauen halt eher eine Chance, weil sie halt viel früher zum Zuge kommen können und nicht erst diese Ochsentour, wie man es hier nennt, in den Parteien durchmachen müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Wahlsystem. Gut, dann noch kurz 3 letzte Fragen und dann haben wir es auch geschafft. Juuva fragt, warum eigentlich oder ob nur wegen mir Englisch gesprochen wurde in der Programmierschule und im Debattierclub. Der Debattierclub ist immer auf Englisch, weil internationale Studis und Debattieren ist auch ein internationales Format, deswegen immer auf Englisch. Programmierschule hat auch die gesamten Lehrinhalte auf Englisch. Die hätten vermutlich auf Finnisch gesprochen, wenn mal nur Finnisch sprechende Menschen da gewesen wären. Sie haben halt auch ein paar internationale Studis auch dort bei sich, von daher wechseln sie ja zwischen Englisch und Finnisch oder manche auch Schwedisch. Aber weil ich da war, haben sie sich dann auf Englisch konzentriert, aber das hat jetzt dann keinen großen Unterschied für sie gemacht. Es war ein kleines Entgegenkommen für mich, aber es war jetzt nicht gestellt oder so, sondern das ist sonst eigentlich auch meistens so. Konstantin Nöst fragt noch, warum wir eigentlich, wie wäre es mit einer Reportage aus Österreich? Da haben wir eine ähnliche Situation. Ja, Österreich hat einen jungen Ministerpräsidenten, den Kurz, der ist jetzt, ich glaube, 33 Jahre alt, also sogar noch mal jünger als die Sanna Marin. Und in der Regierung sind noch ein paar Frauen, aber ich glaube, es gibt einen deutlichen Unterschied. In Finnland haben wir eine 5-Parteien-Koalition. Alle 5 Parteien werden von Frauen angeführt, 4 davon von sehr jungen Frauen. Und diese Frauen übernehmen auch die wichtigsten Posten in der Regierung. In Österreich ist das nicht der Fall. In Österreich haben wir 2 junge Ministerinnen, aber sie übernehmen nicht die wichtigsten Posten und führen auch nicht die Parteien an, die diese Regierung bilden. Und in Österreich hatten wir auch nur eine weibliche Regierungschefin jetzt für ein halbes Jahr, so übergangsmäßig. In Österreich also ist das jetzt auch eher eine Ausnahme, wenn junge Frauen dort stärker repräsentiert sind. Und in Finnland, habe ich ja schon mal gesagt, ist Sanna Marin bereits die 3. Regierungschefin. Und dazu kommt nur noch der organisatorische Effekt, dass in Finnland schon seit Dezember die Regierung im Amt ist, in Österreich jetzt erst seit kurzem. Und wir einfach im Dezember angefangen haben, gesagt haben, das interessiert uns, das Bild ging um die Welt von der finnischen Regierung. Wir wollen gucken, wie arbeiten die und deswegen sind wir dorthin gefahren. Und dann noch zum Schluss Ronald Reagan, der nochmal fragt, ja, was halten wohl die Finnen von ihr? Das habe ich am Film die Frage gestellt und bin dann zum Debattierclub und er sagt, ihr befragt Studenten, die dann noch über soziale Gerechtigkeit diskutieren, das wäre ja so repräsentativ, als wenn ich auf einem Rechtsrock-Festival frage, was die Leute dort für eine politische Einstellung haben. Ja, erstens, also die
Leute, die da waren beim Debattierclub, das waren auch viele so Business-Studenten, so links waren die nicht, also es war jetzt nicht so eine krasse linke Bubble. Und die diskutieren über ganz verschiedene Themen, halt über linke, über rechte Thesen und müssen ja immer Pro-Kontra-Positionen einnehmen. Das ist dann Zufall, dass wir an dem Tag jetzt ein linkes Thema hatten. Und gleichzeitig wollte ich im Film aber auch die Perspektive beibehalten, wie es ist, für junge Menschen ein Land zu regieren und wie das symbolisch auch bei anderen jungen Menschen ankommt, und wollte jetzt nicht sozusagen das Fass so komplett aufmachen und dann noch aufs Land fahren. Wir wollten uns lieber auf diese Frage halt fokussieren, wie ist es für die jungen Frauen in der Regierung? Und ja, ich hoffe, dass wir diese Frage zumindest in Ansätzen beantworten konnten, dass ihr die finnische Regierung ein bisschen kennenlernen konntet. Ja, das war's, wie immer. Bisschen länger vielleicht als normales Q&A-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann gern beim nächsten Film wieder. Ciao, ciao.